Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Seien Sie herzlich willkommen hier im Forum des Gemeinschaftsstandes Wasserstoff, Brennstoffzellen und Batterien, auf Englisch Group Exhibit Hydrogen Fuel Cells and Batteries. Wir haben diese jetzige Veranstaltung auf Deutsch geplant. Es geht um ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir wollen nämlich über High Diesel sprechen und High steht hier für Wasserstoff, also Treibhausgasreduzierung mit grünem Wasserstoff. Und ich freue mich sehr, dass der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie heute hier bei uns ist. Er ist zuständig unter anderem für Energiepolitik und wirtschaftliche Innovations- und Zukunftsthemen, also gleich doppelt und dreifach richtig hier. Herzlich willkommen an Sie, Herr Thomas Bareis. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ich begrüße auch hier in unserer Mitte Werner Diewald, den Vorsitzenden des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbandes e.V. Schön, dass Sie da sind, Herr Diewald. Ich begrüße daneben Callum McConnell. Er ist Geschäftsführer der ITM Power GmbH. Auch ein herzliches Willkommen an Sie. Und mir gegenüber ganz herzlich willkommen Dr. Ruprecht Brandis, Director External Affairs von British Petrol Europe SE. Oder sollte ich sagen Beyond Petrol. BP steht ja für alles. BP einfach nur. Genau. Schön, dass Sie da sind, Herr Staatssekretär, fange ich vielleicht gleich bei Ihnen an. Ihre Ernennung ist ja erst kürzlich geschehen sozusagen, allerdings sind Sie ja schon seit vielen Jahren energiepolitischer Experte der Union und haben als Energiebeauftragter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion die Themenbereiche Energie, Klimaschutz und Umwelt mitverhandelt. Wurde eigentlich bei den Koalitionsverhandlungen, das würde mich interessieren, das Thema Wasserstoffe und Brennstoffzellen richtig kontrovers behandelt oder waren sich da alle sofort einig? Also es waren eigentlich immer sehr viele schnell ein, dass das Thema Brennstoffzelle und Wasserstoff ein ganz, ganz großes Thema sein muss. Ich glaube, an 7 Stellen in unserem Koalitionsvertrag haben wir das Thema auch verankert. Allerdings muss ich offen sagen, wir haben schon viel mal über das Thema gesprochen, haben oft auch immer ein Bekenntnis abgegeben zum Thema Brennstoffzelle und auch zum Thema Wasserstoff. Allerdings sind wir nicht so richtig vorangekommen. Deshalb wird es das ganz, ganz große Thema jetzt sein, nicht nur große Lippenbekenntnisse zu haben und immer darüber zu reden, dass wir jetzt auch wirklich mal die nächsten Jahre auch Schritt für Schritt umsteigen. Das Thema Wasserstoff eine größere Bedeutung bekommt als bisher. Wir haben derzeit noch ganz, ganz kleine Mengen, haben auch das Thema schon lange auf der Agenda. Allerdings müssen wir jetzt, glaube ich, auch mal in die Umsetzungsphase kommen und die Technologie, die eigentlich schon wettbewerbsfähig ist in manchen Bereichen, auch wirklich Schritt für Schritt dann auch einsetzen. Sowohl im, sagen wir, Mobilitätsbereich, aber auch im stationären Bereich gibt es ja durchaus auch Themen der Brennstoffzelle, die wir stärker nutzen können. Also haben wir es Ihnen zu verdanken, dass es doch an 7 Stellen im Koalitionsvertrag verankert ist, das Thema. Das ist ja statistisch gesehen schon allein schon wesentlich mehr als im letzten GroKo-Vertrag. Da waren es, glaube ich, nur 3-mal. Also von daher kann man eigentlich sagen, dass die Politik da wirklich ein Stück weit aufgewacht ist und auch viele ihrer Kolleginnen und Kollegen das Thema jetzt ganz anders wahrnehmen als noch früher. Das will ich Ihnen mal sagen. Ich glaube, dass wir das Thema Brennstoffzelle schon immer wahrgenommen haben. Ich kann mich nur erinnern daran, als ich zum ersten Mal im Bundeskanzleramt war, das war so vor 11, 12 Jahren, dann stand unten am Eingang, wenn man reinkommt ins Kanzleramt, stand eine A-Klasse, damals ein Brennstoffzellenauto, und damals hat man gesagt, das ist die kommende Technologie, das ist das Auto, was in 10, 15, 20 Jahren auf unseren Straßen fahren wird. Ja? Und dann, 2, 3 Jahre später im Kanzleramt, ist das Auto etwas nach hinten gerückt. Und man hat es noch in der hinten in der Ecke gesehen und heute sieht man es gar nicht mehr. Also sprich, es war schon mal in einer Phase schon stärker im Bewusstsein der Menschen, als Thema Brennstoff. Jetzt können wir den Mercedes GLC da hinstellen. Aber die Umsetzung ist ja wichtig. Und deshalb glaube ich, dass wir jetzt einen neuen Ansatz fahren müssen. Wir müssen auch die nächsten Jahre eher technologieoffen rangehen. Wenn wir dieses ganz, ganz große Ziel des Umstellens unserer ganzen Energieversorgung wirklich ernst meinen, müssen wir technologieoffen rangehen, müssen alles nutzen können, was wir haben. Und da zählt das Thema Wasserstoff eine ganz, ganz große Rolle. Einerseits, weil wir dadurch Sektorkopplung wahrnehmen können. Das heißt, wir können durch erneuerbaren Energiestrom erzeugten Wasserstoff dann auch wirklich nutzen und damit auch unser bestehendes, sage ich mal, bestehendes System dann anreizen, bestehende Systeme dann auch ergänzen und damit auch die Umstellung hin zu einer nachhaltigen, effizienten, sage ich mal, Welt auch dann nochmal stärker nochmal voranbringen. Also Herr Staatssekretär, Sie arbeiten jetzt intensiv daran, Sie kurzfristig die wirtschaftliche Markteinführung von Wasserstoff voranzutreiben im BMWi. Also wir haben Schritt für Schritt voran. Es wird nicht morgen passieren, wir brauchen auch ein paar Monate und Jahre dazu, aber wir werden jetzt weiterhin versuchen, das Thema zu beschleunigen. Herr Diewald, ein paar Monate und Jahre. Naja, was wünschten Sie sich denn eigentlich? Was müsste die Politik jetzt wirklich tun, um eine wirtschaftliche Markteinführung von Wasserstoff zu bewerkstelligen? Ich
Ich glaube, dass, was Herr Bereis auch sagte, wir müssen uns dann vielleicht auf die Themen auch konzentrieren, wo wir jetzt sofort auch einen Markt finden. Die Autos sind noch nicht da, deswegen die Raffinerien, und dafür brauchen wir, da können wir, da haben wir Ziele, die wir erreichen müssen, Treibhausgasminderungen, wir machen das jetzt mit Biokraftstoffen, wo wir eigentlich sagen, da wollen wir ein bisschen von weg, zumindest nicht weiter ausbauen, und wir müssen, wollen da weiter reduzieren. Wir sehen, dass wir Emissionsziele für Fahrzeuge haben, die vielleicht ein bisschen ehrgeizig sind, wo man vielleicht mit etwas sauberen Kraftstoffen einen Teil kompensieren könnte. Und da kann Wasserstoff eine Riesenrolle spielen. Und bis jetzt fehlte da einfach das Regelwerk. Also wir wären da eigentlich wirtschaftlich, könnten konkurrieren, wenn wir genauso technologieoffen behandelt werden würden wie Biokraftstoff. Und das ist, glaube ich, also die Erwartungshaltung, dass das vielleicht in den ersten Monaten passiert der Regierung. Und dass man dann strategisch einen längerfristigen Weg geht, da bin ich bei ihm. Wir kann die Nacht über Nacht Gleichstellung des grünen Wasserstoffes mit Biokraftstoff. Genau, das wäre der erste wesentliche Schritt. Mhm. Und das würde für die Branche relativ viel bedeuten. Wir sehen, dass die Technologie da ist, werden wir gleich sicherlich noch hören. Aber wir haben gerade eine Studie gemacht, wir sehen halt einfach, dass kurzfristig da 2000 Megawatt Markt entstehen würde in Deutschland. Das ist für die Branche ein echter Industriehochlauf. Also da würden wir richtig vorankommen, da würden wir auch was zeigen können. Auch Deutschland kann was mit zeigen. Und wir sehen ja, dass überall in der Welt die Nachfrage da darauf aufpoppt. Und das würde dann auch ein Exportgut werden. Mr. McConnell, grüner Wasserstoff, das ist Sie, das ist das, was Sie bei ITM mit Ihren Elektrolyseuren machen, zumindest solange dann der Strom aus erneuerbaren Quellen kommt. Das ansonsten Ziel ist er nur grau, aber wir wollen dahin zum grünen Wasserstoff, definitiv. Aber das ist im Moment nicht so. Es gibt keinen wirtschaftlichen Anreiz, um grünen Wasserstoff einzuspeisen, oder? Müsste man das nicht schaffen? Definitiv musste man einen schaffen. Welchen Weg man auswählt, kann man sicherlich darüber streiten. Vielleicht egoistisch aus der Branche, aus OEM-Sicht gesehen, wir brauchen relativ kurzfristig die Möglichkeit, relativ viel zu produzieren. Also eine langfristige Strategie, die uns in 10 Jahren Demo-Projekten liefert oder Geld aus staatlicher Sicht für Weiterentwicklung. Wir brauchen Volumen, wir brauchen Produktionsvolumen, wir brauchen die Möglichkeit, im Gigawatt-Bereich zu produzieren. Und da ist dieser Refinerieansatz sicherlich ein guter Anfang, zu sagen, wenn wir einen Teil des Wasserstoffs mit grünem Wasserstoff erstellen können, durch solche Anlagen, wie wir unter uns haben, dann ist dieser kleine Teil ein gigantischer Markt. Also 2 Gigawatt, was Sie gerade gesagt haben, das ist so viel verglichen mit heute. Eine Megawatt-Anlage ist schon ein Statement heutzutage. Eine 10-Megawatt-Anlage, die ITM in Shell auf dem Gelände stellt. Das sind riesige Schritte. Und das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, verglichen mit dem Gesamtpotenzial von Wasserstoff, was Deutschland bedarf. Das sind riesige Schritte, aber immer noch unter 1% des gesamten Wasserstoffs, der so gebraucht wird. Herr Brandes, Sie kennen sich damit aus. Vielleicht können Sie uns ein bisschen die Hintergründe nennen, die in einem Raffinerieprozess eigentlich ablaufen. Wo braucht man da eigentlich den Wasserstoff genau? Es ist so, wenn Sie Rohöl in einer Raffinerie zu Kraftstoffen verarbeiten, brauchen Sie Wasserstoff. Der wird bisher aus Erdgas oder Flüssiggas gewonnen, also aus einer fossilen Energie. Und die Idee ist, dass man jetzt grünen Wasserstoff hat, also Wasserstoff, der hergestellt wird in einer Elektrolyseanlage, die wiederum betrieben wird, zum Beispiel durch eine Windkraftanlage, vor allem durch eine Windkraftanlage oder sagen wir mal etwas abstrakter gesprochen, durch Windstrom. Und diesen grünen Wasserstoff können Sie dann im Raffinerieprozess genauso verarbeiten, wie Sie das früher mit dem Wasserstoff getan haben, der aus Flüssiggas oder Erdgas kommt. Und der große Anreiz könnte darin bestehen, dass man diesen grünen Wasserstoff genauso anrechnen kann auf die Treibhausgasquote oder die Biobeimischungsquote wie die Biokraftstoffe. Und woran es fehlt, sind vor allem die gesetzlichen Voraussetzungen. Und weil Sie vorhin danach gefragt haben, was kann die Politik tun, im Moment laufen entscheidende Verhandlungen in Brüssel zu der entscheidenden Richtlinie, die die Voraussetzung schafft. Das ist die erneuerbare Energierichtlinie Nummer 2, im Volksmund RED 2 genannt. Und gerade heute ist das Thema dort auf der Tagesordnung und morgen. Und es ist ganz wichtig, dass grüner Wasserstoff in dieser Richtlinie verankert wird, als sozusagen anrechnungsfähig, damit der deutsche Gesetzgeber oder Verordnungsgeber hinterher die Möglichkeit hat, ein entsprechendes Regelwerk zu schaffen. Wenn ich hinzufügen darf, wir sprechen heute über grünen Wasserstoff,
Es geht dabei auch um das Thema Mitverarbeitung von Pflanzenöl. Das will ich nur hier als Fußnote anmerken. Also kurz gesagt, die RED II wird jetzt verhandelt bis Ende Mai. Und da muss die Bundesregierung sich einsetzen, dass wir ein gutes Ergebnis bekommen. Herr Staatsminister, es ist unverantwortlich, dass wir Sie hier auf die Bühne geholt haben und nicht nach Brüssel geschickt haben. Also ich war in Brüssel letzte Woche, allerdings nicht wegen dem Thema, sondern wegen einem anderen Thema, nämlich Kraft-Wärme-Kopplung ist auch wichtig für uns. Aber wir haben halt hier einfach einen Interessenkonflikt. Wir haben einerseits die Diskussion in Deutschland, dass wir die Verbrennungstechnologie beziehungsweise auch die klassischen fossilen Brennstoffe eher, sagen wir mal, verteuern wollen. Auf der einen Seite ist die eine Diskussion, die wir haben. Also manche sagen, man müsste den erneuerbaren Energiestrom, den EEG-Topf, den wir haben von 24 Milliarden, jetzt etwas entlasten, indem wir umschichten auf fossile Brennstoffe. Da bin ich sehr, sehr zurückhaltend und sehr kritisch. Das lehne ich auch ab. Aber wir haben auf der anderen Seite dann auch wieder die Diskussion, die von Herrn Brandis angesprochen worden ist, dass wir jetzt die Produktion von fossilen Energien verbilligen wollen, indem wir Wasserstoff einsetzen, der wiederum bezuschusst wird oder entlastet wird, der wiederum aus grünen Technologien kommt. Also wir würden praktisch durch diese Maßnahme, die genannt wurde, die Produktion dann von einem fossilen Energieträger stützen oder sogar noch etwas vergünstigen. Und da haben wir einfach einen Interessenkonflikt, der durchaus in Brüssel so gesehen wird und wo wir auch diskutieren müssen, ob das so Sinn macht. Ja, generell macht es immer Sinn, fossilen, sage ich mal, Wasserstoff oder grünen Wasserstoff zu ersetzen, ja, durch grünen Wasserstoff zu ersetzen und damit das Produkt einfach auch ein Stück marktfähiger zu machen, auch stärker an den Markt zu etablieren. Aber diese beihilferechtliche Frage muss einfach auch in Brüssel geklärt werden. Da muss einfach auch diese Gegenläufigkeit muss einfach auch dann ein Stück weit gesehen werden und auch diskutiert werden und auch aufgelöst werden. Mr. McConnell zunächst dazu, Sie hatten sich eben schon erklärt. Ich würde anschließen, es ist ein sehr kritisches Thema. Ich selber, als ich darüber nachdenke, über grünen Wasserstoff, ist mein erster Gedanke nicht, einen fossilen Brennstoff dann zu fördern. Auf der anderen Seite, ich sehe das als eine Journey, eine Reise, in der wir alle sitzen, oder ein Zug. Wir sind am Anfang einer Reise und wir brauchen Stepping Stones in die Zukunft. Und der erste Stepping Stone könnte durchaus das Vergrünen von einem fossilen Brennstoff, die uns ermöglicht, die Zielsetzung, sprich Ziele für Preise, Ziele für Kosten, schneller zu erreichen, sodass die Firmen, die Teile produzieren, immer noch die Chance haben zu überleben. Wenn wir in 10 Jahren erst irgendwas bringen sollen, wir haben kein Journey, keine Reise dahin, wird schwierig zu überleben mit so 500 kW-Anlagen, 1 Megawatt-Anlagen, Demo-Anlagen. Und dieser erste Schritt, obwohl es mir mit grünen Wurzeln ein bisschen wehtut, ich finde, das ist ein klasse erster Schritt. Und das eigentlich, CO2-Reduzierung ist immer noch eine gute Sache. So gesehen kann ich für mich damit leben. Es ist ein bisschen paradox, ne? Ja, aber es ist ein super erster Schritt. Ja, aber in der Umwelt ist es egal, wo der CO2 eingespart wird. Genau, letzten Endes, ne? Genau. Aber Herr Dr. Brandes, Sie hatten sich gemeldet. Ja, ich wollte noch mal anknüpfen an diese Diskussion in Brüssel. Also ich will nur sagen, dass die neue Regierung in ihrem Koalitionsvertrag sich ausdrücklich dazu bekannt hat, dass man grünen Wasserstoff zur Herstellung von Kraftstoffen ermöglichen will. Gibt es also einen ausformulierten Satz in der Koalitionsvereinbarung. Und diese RED II ist jetzt einfach die Schaltstelle. Und da ist es einfach wichtig, dass sich auch das Bundesumweltministerium, Herr Bareis, das Bundesumweltministerium dafür einsetzt, dass sie dort gemeinsam verhandeln und wir ein gutes Ergebnis bekommen. Die Verbindungen sind nicht so glänzend zwischen Umwelt- und Wirtschaftsministerium, aber da kann man ja noch dran arbeiten. Wir haben auch ein paar Leute im BMW, die mal im Umweltministerium waren. Insofern haben wir da schon gute Verbindungen. Da gibt es auch teilweise gedankliche Ansätze, die da gleich sind. Also da sind wir durchaus schon an Bord, da brauchen Sie keine Sorge haben. Aber in der Tat brauchen wir einfach auch da die Mehrheit, die Unterstützung. Und da müssen wir dran arbeiten, dass wir auch nicht nur, sag ich mal, in Brüssel die Mehrheit dafür finden, sondern auch durchaus im deutschen Parlament und auch in der deutschen Regierung. Herr Diewald, bitte. Ich glaube, was wir jetzt ja auch hören, das Problematik ist, dass es halt ein recht komplexes Feld. Und das auch richtig zu vermitteln, ist dann äußerst schwierig. Da gibt es dann auch sicherlich ein paar Missverständnisse mal, wo dann gesagt wird, es wird jetzt sozusagen durch EEG-Umlagenbefreiung da quersubventioniert Treibstoffe. Da muss man, glaube ich, ein bisschen genauer hingucken. Dann wird man feststellen, dass man eigentlich den EEG-Topf eher entlastet und dass es viele Chancen gibt. Und das, was mein Colonel sagte, ich glaube, das ist das Wichtige auch zu sagen,
Vielleicht gibt es sinnvollere Technologien auf dem weißen Papier, wo man sagen kann, das ist dann ganz clean. Und wir machen jetzt hier einen Treibstoff ein bisschen sauberer und verlängern dadurch vielleicht die Welt des fossilen Energieträgers. Aber ich glaube, wir sind in einem Transformationsprozess und den müssen wir halt irgendwie so gestalten, dass wir wirtschaftlich nicht uns wettbewerblich abhängen international. Und da sehen wir halt den grünen Wasserstoff als einen intelligenten Einstieg in eine neue Welt. Denn wenn ich 2050 gucke, gehe ich da fest von aus, werden wir wenig Verbrennungsmotoren noch sehen auf der Straße, also in der Luft, im Schiff und so weiter, werden wir mit synthetischen Kraftstoffen machen, aber hier werden wir sicherlich viel elektrisch fahren und da wird die Brennstoffzelle ein wesentlicher Energieträger werden, gerade wenn ich auf LKWs, Busse und so weiter gucke, die gerade die großen Emissionen machen und die für unsere gesamte, für den Handwerker bis zum Logistikunternehmen, also unser wirtschaftliches Rückgrat, im Endeffekt davon abhängig sind. Und wenn ich dann sehe den grünen Wasserstoff, ich substituiere halt damit den Import von Biofuels aus teilweise fragwürdiger Herkunft. Ich erreiche trotzdem, wir müssen das Ziel ja 2020 erreichen, sonst kriegen wir ein Vertragsverletzungsverfahren. Das bedeutet, wir müssen verdoppeln, den Biofuel-Einsatz verdoppeln, noch mehr Rohstoff importieren, Biofuels importieren. Dann haben wir mit den Russen im Moment gerade so ein bisschen die Diskussion, Erdgas, Nord Stream. Wir würden ja auch einen Teil dieses Importes von Erdgas, was wir im Moment für die Wasserstoffproduktion, auch nochmal reduzieren. Und so, dass wir, glaube ich, insgesamt da auch ein Konzept hintersehen, gemeinschaftlich, was eine Umstrukturierung dieser geopolitischen Abhängigkeiten von Rohstoffen bedeutet. Und das ist in Summe so ein großer Vorteil, was, glaube ich, auch gerade für europäische Energieunion sehr interessant sein kann. Ich hatte jetzt nur 2 Gigawatt Deutschland gesagt. Alle europäischen Mitgliedstaaten haben die gleichen Ziele. Überall ist die gleiche Tankteller-Diskussion. Überall reden wir mehr oder weniger auch über Windstrom, den wir nicht so ins Netz bringen können. Das ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Wir haben immer so getan, die deutsche Politik hat da was verpennt und Wirtschaft. Wir haben das ja, ob ich nach Polen gucke, Frankreich gucke, die gleichen Diskussionen. Wir haben da schon viel richtig gemacht. Und ich glaube, dass wir da einfach einen riesen Benefit machen, rausschlagen können, damit diese Industrie, und das ist der große Unterschied, wenn man hier über die Messe geht, wenn sich so ein Elektrolyseur angucken, das ist Maschinenbau. Das ist nicht 75% Rohstoff für eine Batterie. Das sind Arbeitsplätze, die wir kreieren können. Und das ist, glaube ich, industriepolitisch relevant. Wurde eben von Herrn Brandes gesagt, ja, wir müssen mal Richtung Umweltministerium gucken. Aber ich glaube, die sind die federführende Ministerium für die Regeln. Aber es ist ein riesen industriepolitisches Thema. Deswegen ist auch die Nähe zum Wirtschaftsministerium so stark. Weil hier können wir wirklich was bewegen für die Zukunft. Ich finde, da treffen sich eigentlich industriepolitische Themen mit energiepolitischen Themen, eigentlich ideal, Herr Staatssekretär. Ich bin öfters mal in Österreich unterwegs und die freuen sich immer darüber, dass wir denen sozusagen zu negativen Preisen unseren regenerativen Strom verkaufen, damit wir die Windkrafträder nicht abstellen müssen. Die pumpen das auf ihre Wasserkraftwerke dort und verkaufen uns das zurück. Ich meine, ich gönn's den Österreichern, aber energiepolitisch ist es nicht das Richtige. Wir müssen eigentlich eine Abnahme von regenerativen Energien in Deutschland finden. Schon allein deswegen. Also zumindest mal sehe ich das Problem, das Sie angesprochen haben, wobei ich einfach kurz einschieben will, jetzt nicht Energiepolitik, sondern generell, dass Importe und Exporte generell nicht schlechter sind. Also ich meine, das ist auch die Frage der Abhängigkeit, die Sie genannt haben. Ich finde, wir müssen aufpassen, wir sind heute als Deutschland in der globalen Welt am meisten abhängig von Importen und Exporten und haben, glaube ich, auch ein großes Interesse, dass wir weiterhin auch den Handel betreiben. Nicht ganz bei Ihnen. Deshalb glaube ich immer, dass wir das, was ich gerne vorwegschieben will. Und ich glaube auch, dass wir in dem Energiesystem der Zukunft, wo wir einfach enorm viele volatilen Energieträger bekommen, also Strom und Windenergie, Strom aus Sonne- und Windenergie, werden wir einfach, sag ich mal, enorme Spitzen bekommen, wo viel Strom produziert wird, wenn einfach Sonne und Wind da ist. Und wir werden auch die Täler bekommen, wenn halt dann die Sonne und Wind nicht da ist. Und deshalb brauchen wir da Ausgleichsmechanismen. Die werden teilweise durch Import-Export weiterhin abgedeckt. Das werden wir auch die nächsten Jahrzehnte haben. Das heißt, wir werden auch weiterhin Strom aus Frankreich, aus Polen und auch Österreich bekommen. Das heißt, dass wir auch von einem europäischen Energiemix leben werden. Ja? Und das heißt immer, dass wir auch uns nicht abschotten können. Das so offen müssen wir auch sein als Politik. Das müssen wir auch den Menschen erklären. Trotzdem müssen wir aber auch schauen, dass wir versuchen können, dass wir dieses Modell, das wir fahren, der Energiewende, auch so aufbauen, dass wir auch vieles selber abdecken. Und dann ist natürlich das Thema, dass wir Strom exportieren, zur Zeit, wo wir den Peak haben, teilweise sogar Geld dafür bezahlen, dass man den Strom abnimmt. Das heißt, die Österreicher verdienen dann davon auch. Und dann pumpen sie es hoch auf den Berge dort, in Montafon hoch, genau.
und dann kaufen sie uns den Strom wiederum, dann wenn wir die Täler haben in so einer Windenergie. Das heißt natürlich, dass wir doppelt zahlen müssen und die Österreicher freuen sich darüber. Das ist ja auch eine schöne Sache, dann auch für die Österreicher, wie Sie gesagt haben. Wir wollen ja auch unser Winterressort erhalten. Genau. Und da müssen wir dran gehen. Deshalb brauchen wir eine bessere Verknüpfung von Angebot und Nachfrage. Wir brauchen die Netze, das ist ein ganz großes Thema. Der Netzausbau muss beschleunigt werden. Und wir brauchen dann die Speicher. Und die Speicher sind natürlich dann nicht nur Batteriespeicher, aber darüber spricht man sehr viel. Man spricht sehr, sehr viel über die Batteriezellenproduktion, die jetzt auch in Deutschland angekoppelt werden soll. Wir sprechen über Speicher dann im Auto. Wir sprechen sehr viel über Elektromobilität. Aber dass der Wasserstoffspeicher ein ganz, ganz wichtiges Element sein kann mit der Brennstoffzelle dann. Ja, das ist natürlich etwas, was viel zu wenig in der Wahrnehmung ist. Und da müssen wir viel stärker ran. Und deshalb sind, glaube ich, solche Initiativen, auch wie heute wieder, ganz, ganz wichtig, dass wir hier wirklich jetzt nochmal den Wasserstoff als ganz, ganz wichtige Speicherquelle und Speichertechnologie in Verbindung mit Mobilität dann auch sehen und damit quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und dann da auch wirklich nochmal vorankommen. Das ist etwas, was wir anpacken müssen. Wir brauchen ja nicht nur die Dinge, die angesprochen worden sind, sondern ein weiterer Punkt ist, dass wir auch die Infrastruktur schaffen müssen. Also auch die Tankstellen sind auch notwendig. Ich habe jetzt gelesen, dass die Chinesen beispielsweise jetzt enorm viel investieren in eine Tankstelleninfrastruktur für Wasserstoff. Ja, das ist etwas, was wir auch noch brauchen, was wir auch noch verstärkt ausbauen müssen, sodass immer auch die Anwender dann auch ihren Wasserstoff dann auch bekommen können. Ja, und da muss man auch viel Aufklärungsarbeit machen, da muss man auch viel noch investieren, weil immer auch vielleicht ein bisschen, das ist vielleicht auch so etwas, was da beim Thema noch eine Rolle spielt, auch natürlich die Kundschaft, ja, die Käufer auch mitnehmen müssen. Der Käufer muss ja davon überzeugt sein, dass das Produkt sicher ist, dass es auch anwendbar ist. Und das haben wir jetzt bei Erdgasautos erlebt. Da haben wir ja leider Gottes jetzt 2-3 Rückschläge gehabt, weil natürlich bei Erdgasmobilität da auch es einige Vorkommnisse gab, wo die Käufer verunsichert waren. Und das hat dann sofort dazu geführt, dass wir eine enorme Delle hatten beim Abverkauf und auch das Erdgasauto sehr, sehr in die Kritik war. Und das darf uns bei den Wasserstoffautos nicht passieren, ist auch gesichert, gar keine Frage, aber man muss es immer in dem Käufersicht heraus immer denken und auch für die Politik ist es enorm wichtig, dass wir auch dann entsprechend Antworten finden, darauf reagieren und diese Technologie auch akzeptanzfähig machen bei den Menschen. Ja. Meine Damen und Herren, ich darf Sie einladen, falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne bei mir melden. Ich komme dann mit dem Mikrofon zu Ihnen, wenn Sie sich kurz vorstellen können und dann Ihre Frage formulieren, bitte. Mein Name ist Ernst Buch, ich komme aus der Nähe von Bonn. Und die Bundesregierung, das ist mein Vorwurf jetzt, tut so, als würde sie den Wasserstoff fördern. Ich brenne für den Wasserstoff schon seit Längerem und betreibe auch in meiner Region Lobbyarbeit, ganz privat. Da gibt es also ein Förderungsgesetz, wo die Wasserstoffmobilität gefördert wird. Ein schreckliches, langes Wort vom Oktober 2017. Da steht drin, erstens, es wird nur gefördert, juristische Personen. Zweitens, es wird gefördert, auch natürliche Personen, wenn sie dann wirtschaftlich tätig sind. Und dann muss diese Person auch noch, also eine kleine Firma, 3 Fahrzeuge kaufen. Jetzt kommen Sie zu Ihrer Frage, bitte. Die Frage ist, Sie wollen also gar nicht richtig und wirklich fördern. Ja. Herr Staatssekretär, wollen Sie? Ich denke, Sie haben gerade committed. Sie wollen, oder? Also wir wollen da vorangehen. Ich muss ganz offen gestehen, dass ich jetzt nicht genau weiß, welches Förderprogramm Sie ganz konkret meinen. Aber vielleicht wissen Sie es. Also ich habe jetzt kein konkretes Förderprogramm im Kopf, das wir im Oktober letzten Jahres auf den Weg gebracht haben, weil wir da auch immer noch in der Regierungsbildung waren. Und ich glaube, dass es da noch keine gewissen Fördertöpfe gab. Aber vielleicht es gab ein Förderprogramm, wo speziell für Kommunen eigentlich auf Kommunen ausgerichtet. Achso, NRW. Und vom NIP gab es auch, glaube ich, auch ein Förderprogramm, wo man die Unternehmen gefördert hat, was aus dem Verkehrsministerium aber federführend gemacht ist und nicht aus dem Wirtschaftsministerium. Klar, man hat das Ziel war, ein bisschen Flottenbetrieb zu machen, damit die Tankstellen auch dazu passen. Und deswegen hat man das so ein bisschen so definiert. Aber man muss ja auch sagen, der Bund hat relativ viel Geld bisher zur Verfügung gestellt, auch die Industrie hat relativ viel zur Verfügung gestellt. Und wir haben jetzt ein klares Commitment ja auch in dem Koalitionsvertrag zur Fortsetzung des NIP-Programms, also des Nationalen Innovationsprogramms. Und da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal so den ersten Einstieg, um dann zu sagen, jetzt machen wir Rollout auch in die privaten, also für den privaten Nutzer. Das ist sicherlich dann immer so, ich weiß, es gibt
ganz wenige, das müssen Sie auch zugeben, private Personen, die überhaupt bereit sind, jetzt ein Fahrzeug zu investieren, weil das ja auch ein Tankstellenthema ist. Also es ist dann eher so aus der Szene heraus. Ich sehe da so ein bisschen, die Automobilhersteller müssten vielleicht auch mal ein bisschen progressiver nach vorne gehen und die Autos auch wirklich dann anbieten. Ich glaube, dass wir dann auf der Regierungsseite auch eine höhere Bereitschaft kriegen, auch Private zu fördern, damit es möglichst Deutsche sind. Genau, es muss so ineinander greifen. Und den Eindruck habe ich auch, Dr. Brandis, dass BP zum Beispiel ja auch ein Projekt jetzt aufsetzt und sagt, wir machen mal was, um zu zeigen, es funktioniert. Und dadurch setzt man natürlich auch ein bisschen die Politik unter Druck. Jetzt müsst ihr aber auch mal reagieren. Das ist eigentlich die Taktik, oder? Naja, es geht nicht darum, die Politik unter Druck zu setzen, sondern es geht für uns darum, die gesetzlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Es ist so, dass der Gesetzgeber gesagt hat, bis 2020 sollen die Treibhausgasemissionen im Kraftstoffbereich um 6% reduziert werden. Das heißt, also um das mal zu übersetzen in Beimischungserfordernisse, dass ungefähr 10% des Kraftstoffes Biokraftstoffe sein müssen oder technische Verfahren mit vergleichbarer Reduzierungswirkung. Das heißt, der Gesetzgeber will, dass der Kraftstoffbereich weniger Treibhausgasemissionen erzeugt. Und es wird schwierig, all die Biokraftstoffe einzusetzen, die am Markt verfügbar sind, um diese Grenzen zu erreichen. Und das hat uns eben dazu geführt zu sagen, was kann man eben nicht nur bei der Beimischung von Biokraftstoffen tun, sondern was kann man auch im Herstellungsprozess tun. Und das ist die Idee des grünen Wasserstoffes. Das heißt, wir folgen hier einer Vorgabe des Gesetzgebers. Wir wissen aber auch, dass das Pariser Klimaabkommen gerade für ein Unternehmen mit Tankstellen und so weiter natürlich eine fundamentale Herausforderung darstellt, was die Anpassung des Geschäftsmodells angeht. Also ist das für uns unternehmensstrategisch auch sinnvoll. Aber am Ende muss es sich eben auch rechnen und es muss auch vor allem genauso gut behandelt werden wie Biokraftstoffe. Deswegen haben wir gesagt, in der Raffinerie Lingen, hier in Niedersachsen, wir wollen das machen. Wir haben uns mit einem Energieversorger verabredet, ein Kooperationsprojekt. Aber ich will jetzt nicht die ganze Verantwortung bei der Politik abladen. Nachher müssen wir auch investieren und die Dinge in den Markt bringen. Aber jetzt gibt es eben eine große Hürde und das sind die regulatorischen Voraussetzungen. Mr. McConnell, Sie müssen ja auch, wenn Sie wirklich einen wesentlichen Beitrag dazu leisten wollen, in den Raffinerien unglaubliche Kapazitäten aufbauen. Können Sie das überhaupt? Und wenn ja, in welchen Zeiträumen? Da bin ich fast bei meiner vorherigen Aussage, dass wir eine Reise brauchen. Wenn Sie morgen sagen, bitte liefern Sie 2 Gigawatt innerhalb einem Jahr, da würde jeder Partner in dieser Halle Probleme damit haben. Ja. Also brauchen wir ein Roadmap, eine Richtungsanweisung. Die erste Anlage, die wir jetzt bauen nächstes Jahr bei Shell, nicht bei Ihnen, aber bei Shell, ist eine 10-Megawatt-Anlage. Die stellt 4 Tonnen pro Tag. Shell hat roundabout 180.000, 190.000 Tonnen pro Jahr an Wasserstoffbedarf. Also kleine Mengen, aber ein super erster Schritt. Und was ich auch sagen möchte... Weniger als 1% erstmal nur, ne? Absolut. Und glaube ich, 10-15% des Dieselverbrauches in Deutschland wird durch diese Shell-Anlage gedeckt. Also wenn ich das hochrechne und über Potenziale nachdenke... Unglaublich, ja. Also es sind 100 oder 1000 Megawatt an Elektrolyseanlage, die ich brauchen würde, um diesen kompletten Bedarf zu decken. Das ist weit mehr, als wir überhaupt vorstellen können, wenn wir über 2 Gigawatt reden. Aber die Gedanke auch, diese Dinge, die sind Werkzeuge. Das ist nicht nur eine wasserstofferstellende Anlage. Man kann die als Multizweck einsetzen für Lastmanagement auf dem Refinerie. Man kann die für Grid Balancing Tools. Dieses Modell, wenn man mehrere Facetten des Puzzlechens zusammenzieht, dann kann man auch ein Businessmodell kreieren, das uns hilft, wiederum einen Schritt in die Zukunft zu gehen. Wenn man allerdings direkt durch den Rahmen das, sei mal, nicht blockieren würde, sondern eher unterstützen würde, würde man diesen ersten Schritt leichter nehmen können, wo weniger Last auf die Shells, die BPs in dieser Welt liegen würde. Also soll Hand in Hand gehen. Herr Diewald, man muss ja eigentlich auf alle Vorteile schauen, die grüne Wasserstoffproduktion hat. Auch Lastmanagement ist ja ein wichtiges Argument. Wenn so eine Raffinerie sagen kann, wir können einen Strom zu einem bestimmten Preis einkaufen und die PEM-Anlage ist so flexibel, dass sie darauf reagieren kann, ist damit ja auch schon der Vorteil geschaffen.
Ja, das ist ja auch das, was Herr Bereis vorhin sagte, Sektorkopplung. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Also Energiewende, noch mehr Windmühlen dazu bauen, kann man machen, aber wir müssen das ja irgendwie, erstens ist das nur Strom, wie kriegen wir das in die anderen Sektoren rein? Und da greift genau die Sektorkopplung, zu sagen, ich kann hier eine Dienstleistung für das Stromnetz anbieten und halt sehr flexibel hoch und runter fahren und damit einfach zur Versorgungssicherheit beitragen, zur Aufrechterhaltung des Stromnetzes. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir heute schon dieses Problem haben, aber wir werden das definitiv, wenn wir nur all electrical weiterdenken, 2040 haben, weil wir halt dann einen wesentlichen Teil volatile Energien haben. Und in den Industrienationen ist halt Versorgungssicherheit, ich sag mal, das echte Rückgrat. Und deswegen, finde ich, müssen wir jetzt anfangen, so wie wir eben gehört haben, wir brauchen eine Roadmap, wir brauchen nicht einzelne Feldlabore oder so, sondern wir brauchen für Unternehmen, die brauchen kalkulierbare Größen, um zu sagen, so und so viel Megawatt pro Jahr, ich glaube, ich kriege so und so viel Marktanteil davon, also baue ich eine Produktionslinie mit so und so vielen Menschen aus. Und da finde ich, ist halt dieses Raffinerie-Case, 2 Gigawatt hören sich erstmal nicht viel an, für die Branche ist das eine Revolution. Und wenn ich dann die Perspektive sehe, und da kommen ja selbst das Uber, so die konservativsten aus der Sicht Wasserstoffleute, kommen zum Ergebnis, 2050 brauche ich 100 Gigawatt installierte Leistung. Das bedeutet, ich muss jedes Jahr ungefähr 5 Gigawatt bei einer Lebensdauer von 20 Jahren erneuern. Dann wäre ja schön, wenn wir jetzt so einen Hochlauf kriegen, nicht mit Peaks, weil wir plötzlich über Nacht feststellen, wir brauchen ganz viel, sondern jetzt eine Industrie aufbauen, die dann sozusagen auf dem Level ist, wo sich der Erneuerungsprozess auch diese Industrie am Leben hält. Und da ist diese Raffineriethema ein wahnsinniger Einstieg. Auch vor dem Hintergrund ist hier noch nicht gesagt worden, es kostet den Verbraucher nicht 1 Cent mehr. Die Vermeidungskosten mit Biofuels sind so hoch, dass wir mit echten, fairen Preisen für Windstrom nicht quersubventioniert, weil wir nur den Umsonststrom nehmen, sondern zu dem, was der Windmüller sagt, ich will meine 50 Euro die Megawattstunde, da sind die Unternehmen bereit, es zu kaufen. Und zu sagen, für diesen Preis kaufen wir den wirklich ein und produzieren sozusagen perspektivisch, weil später wird das ja mal so ein Marktdesign geben müssen, dass es faire Preise gibt, und produzieren dann einen Wasserstoff, der zu Vermeidungskosten führt, wie wir mit Biofuels haben. Und das, finde ich, ist diese tolle Botschaft, dass wir endlich einen Bereich gefunden haben, wo wir einen Transformationsprozess einleiten können, der uns nicht mehr belastet. Und ich glaube, das ist, Energiewende ist gut, am Ende funktioniert die, da bin ich 100% auch wirtschaftlich, der Weg dahin ist das Schwierige und hier gibt es halt eine Möglichkeit. Herr Staatssekretär, wenn man an die Politik rangeht, dann denkt man immer erstmal an Förderung, an Geld, man will Geld haben, aber vielleicht ist, was die Branche braucht, so eine Art Roadmap, so eine Art Aussage wie damals bei den Batteriefahrzeugen. 2020 soll 1 Million Batteriefahrzeuge auf den Straßen sein. Vielleicht sollte man sagen, wir wollen 2030 so und so viel Gigawatt Wasserstoff, grünen Wasserstoffproduktion haben, egal für welche Anwendung. Wäre das was? Also ich glaube, wir brauchen alles. Wir brauchen einerseits einmal Fördervolumen, das haben wir aber, glaube ich, auch. Wir haben jetzt ganz klar gesagt, nach dem NIP 1 kommt das NIP 2, also das Nationale Innovationsprogramm, und werden jetzt ab 2017 folgende für die nächsten 10 Jahre über 2 Milliarden Euro von der Industrie, von der Wirtschaft bekommen, 1,4 Milliarden Euro von staatlicher Förderung. Das heißt, wir haben viel, viel Geld, ein Commitment der Wirtschaft und der Politik für die Technologie, und darauf aufbauend haben wir auch Planungssicherheit. Das ist auch etwas, was auch die Investoren, die Wirtschaft braucht, ja, auch die Forschung braucht, dass man weiß, die Reise geht weiter und man muss auch entsprechend die Ziele, die ja sehr, sehr ambitioniert sind, auch entsprechend erfüllen. Und deshalb glaube ich, dass, sagen wir, die Grundlage geschaffen ist. Die Technologie ist gut, sie kann auch die Probleme der Zukunft lösen, sowohl im Mobilitätsbereich als aber auch im stationären Bereich, in der Wärme, wo wir auch beispielsweise viel machen für die Brennstoffzellen und wo andere Länder schon weiter sind als wir. Japan beispielsweise hat ja da schon sehr, sehr viel gemacht. Und deshalb glaube ich, dass wir jetzt schauen müssen, wo die Rahmenbedingungen nochmal justiert werden können und wo wir auch nochmal rangehen. Und dann kann man das Roadmap nennen, man kann das Fahrplan nennen, aber wir müssen Schritt für Schritt dann entsprechend das tun, was wir uns auch dann jetzt vornehmen. Wir freuen uns darauf, dass Sie das im Bundeswirtschaftsministerium mit umsetzen werden, mit vorantreiben werden. Herr Staatssekretär, ich habe gerade ein Zeichen gezeigt, Sie müssen jetzt weiter, in der Tat. Und deswegen müssen wir jetzt leider das Gespräch an dieser Stelle schon abbrechen, obwohl es sicherlich noch vieles zu besprechen gäbe. Aber die Möglichkeit besteht natürlich hier am Stand von Wasserstoff- und Brennstoffzellen und Batterien weiterhin. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, meine Herren, für diese Diskussion hier und bei Ihnen für Ihr Interesse. Vielen Dank. Dankeschön.